Hallo und herzlich willkommen zu GTA Online. Ja. Lalalala. So, wir fahren mal weg, dass da ein Cargo Bob spammt. Ist ein bisschen ruhig irgendwie, ne? Bei mir jedenfalls. Ich kann ich vielleicht. Ah ne, Audio ist blöd wegen Gamer weg und so. Wortwitz, hast du ihn verstanden? Ja. Der war schon ziemlich schlecht. Natürlich. Habe ich verstanden. Ich bin ein Terrorist. Au, was war denn das? Haftbombe. Die sind geil, die Teile. Ich liebe sie. Ah, oh Mann, da ist jetzt wieder, da ist dieser, was heißt Privathubschrauber, etwas besserer Hubschrauber halt. Unten da hinten. Ich dachte schon, du willst mich umfahren. Irgendwas ist jetzt explodiert. Eine Granate. Also. War aber nicht sehr gut geworfen. Ich nehme den Hubschrauber. Okay. Ich spiele gerade die ganze Zeit in Ego-Perspektive. Ich bin voll geil gerade. Ja, nee, Ego ist nicht so meins irgendwie. Ich habe nicht das Ego, verstehst du? Der Hammer. Nein. Einfach nein, nein. Lass mir mal stolz. Hallo Akbar, ich bin Terrorist. Mist. Na, zum Glück bin ich nicht vorbeigeflogen an dir. Komm her. Ich komme. Nee, so wird das nix. Und da fällt er. Nein! Ja, das krieg ich hin, Perfekt abgefangen hier. Ich hab halt die Experience. Aha. Ich find's lustig, wenn du ins Gefängnis geflogen wärst. Ach, da oben bist du. Ah, fuck. Gott, wir sind so schlecht. Ups. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Was hast du gemacht? Ich sehe dich nur noch so wie ein Stein fallen. Was hast du gemacht? Bin durch den Boden gefallen. Uah! Mist. Uah, halt an. Ich bin gerade über das Auto drüber gesprungen. Nicht dein Ernst. What the hell? Shut up. English speaker, man. Okay. Ich komme. Kaputt. Wow! Ich bin im Gefängnis drin. Das hat mich überschlagen. Die Explosion, geil, ich war gerade in der Luft. Die Wucht von der Explosion hat mich überschlagen. Ach geil, die Druckwelle oder was? Ja. Hol mal ab. Au! Ich kann kein Auto fahren. Wo bist du? Gefängnis oder wie? Mhm. Wie immer halt. Gibt's auch einen Besucherparkplatz? Au, Strom hast. Ja, also ich hab's drauf mit dem Autofahren. Ich hab Tränengas geworfen, hat niemand verletzt und ich krieg einen Stern. Hier, steig in die Tür ein. Ha, ha, Tür, weißt du, da ist keine. Gott. Da bringt er echt den Witz. Hui. Autsch. Das sieht aus der Ego-Perspektive echt mega lustig aus. Einfach nur so ein verwackeltes Bild. Ich hab Parkinson. Oh. Oh, der ist stabiler. Der explodiert wenigstens nicht. Der hat ja auch nicht den Motor im Heck. Das ist keine Heckschleuder. Gott, dieser Flachwitz. Ich sollte damit aufhören. Ja. So, ein Privatjet und warum kein Cargo Bob? Ich will einen Cargo Bob. Juhu!
Geh mir alle auf den Sack! Achso, du hast dich selbst in Luft gejagt. Ja, ich habe eine Granate hingelegt und bin drüber gefahren. Du Held. Ich habe schon gedacht, weil ich mit meinem Raketenwerfer gefeuert habe, weil ich gedacht, ich habe dich irgendwie erwischt, aber ich habe eigentlich auf den Jet geschossen. Der brennt und ich fliege jetzt mit dem. Heckenschütze! Mist, ich habe keine Raketenwerfer. Das eine Triebwerk raucht recht stark. Ich glaube, das hält nicht mehr so lange durch. Hubschrauber. Hub, hub, Hubschrauber, Einsatz. Hub. Ah. Yep, yummy. Mach die Drecksack fertig. Komm her. Ich ramm dich. Bist du da oben? Wow! Wer hat nichts getan? Ah, ich bin ausgestiegen und dann gestorben. Nice. Ist hier was passiert? Nö. Nur ein Kratzer. Wie geil, ich hab gemerkt, Alter. Wir haben uns zwar berührt, aber explodiert bin ich nicht. Und auf einmal... Wie geil. Hab ich nach hinten geguckt. Guck mal, Titan. Ich hab die Kontrolle voll über meinen Jet verloren. Der hat sich aufs Dach gedreht. Wäre ich früh genug ausgestiegen, hätte ich noch überlebt. Kaputt. Komm her. Oh, ich ausweich. Hubschrauberkampf. Das ist aber ein unfairer Kampf, du hast ein MG. Und triffst trotzdem dich. Das ist auch so schwer mit dem Hubschrauber. Wo bist du? Ach da. Oh, da kommt ein Zug, guck mal. Wow. Aber. Zug! Ui. Der macht ja gar nichts. Zug! Jupp. Yep. Hey, lebst du noch? Nee. Nee. Aua. Ich hab was getroffen. Alter, das ist sau schwer. Weißt was? Ich hab einen fucking Hubschrauber. Au. Hä, wo bist du hin? Weggerammt. Du bist komplett weg? Ja, die Leiche ist doch immer weg. Ja, aber sofort bist du irgendwie nach oben geschleudert worden, oder wie? Nö. Oh, oh. Never. Schade, ich hätte in deiner Nähe sein sollen. Haben wir jetzt einen Cargo-Bob da? Wir kacken hier schon 10 Minuten lang rum. Jetzt ist gar nichts da. Oh. Au, 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 au. Treppe runtergefallen. Mann, ey! Was war das? Tankstelle. Wisch du. Ach Gott, jetzt bin ich hier hinten. Steht da jetzt ein Cargo Bob? Das ist doch irgendwo ein Cargo. Oh, Kacke. Komm, darüber. Hopp. Springen. Oh, auf. So. Warum spawnt hier jetzt gar nichts? Oh, lass doch. Ich habe schön Aussichtstouren. Warum spawnt hier nichts? Toll! Ups, au, au. Das war der Reifen. Ach fuck, warte, ich muss auch noch weg. Wo ist eigentlich mein Auto hin? Da hinten. Da hinten. Steig doch mal schneller ein.
Was kann ich dafür, wenn du sofort losfährst? Der hat gerade mal Dreieck gedrückt. Ach, da ist es ja. Ups. Bob. Ich hoffe, du musstest blechen. Bis jetzt nicht. Nö. Warum muss ich das denn jetzt bezahlen? Was? Aber mein Auto ist auch im Eimer. Ja, natürlich. So, mal sehen, was der Scheiß kostet jetzt. Musst du das doch bezahlen, oder? Theoretisch schon. Ja, 1250, das geht ja noch. Kostenlos. Meins ist kostenlos. Ah, immerhin, aber ich musste nicht zahlen. Ich habe jedenfalls keine Meldung bekommen. Ja, wir müssen uns jetzt mal ein Auto organisieren, wo wir mal kurz weg können, damit hier was spart. Hier ist ein Auto. Naja, das fährt aber nicht mehr. Yep. Auto! Mist. Hab's angehalten. Es gibt auch einen Rückwärtsgang, Kollege. Hä, was? Wo ist denn der hin? Au! Warum liege ich? Nice one. So, komm. Was bist du? Warte. Jetzt. Wie der da unten liegt, Alter, wie so ein Stück Scheiße. Steht der noch auf? Ne, jetzt ist er tot. Ja, sollte auch so sein, ne? Ach man, das kann nicht so schwer sein, einen Cargo-Bob zu bekommen. Wenn wir immer offline spielen, dann. Beziehungsweise wenn wir nicht aufnehmen, weißt du, dann sparen die immer alle 3 Sekunden. Aber brauchst du dann mal einen? Fahr mal zu einem Laden da. Achtung! Oh. Naja. War jetzt nicht so geil, wa? So, überfallen wir, ich geh mal gucken. Macht einer 360. Für die Wüste ist das Auto halt genial, ne? Riesen Federwege. Ohne Ende. So. Ist zwar ein Hubschrauber, aber nicht der Hubschrauber, den ich eigentlich will. $1000 habe ich bekommen. Ich brauche mal ein Fluchtfahrzeug. Komme. Bin unterwegs, Garrett. Da hinten kommt die Bullerei. Oh, war der knapp. Ich höre schon die Polizei. Sind auch schon tot. Jetzt habe ich 3 Sterne. Komme. Hab mein eigenes Auto. Passt schon. Oh fuck. Oh halt, da ist was, was mir gefällt. Buzzard. Ja. Das ist meine Pflicht, die muss ich natürlich nehmen. Ich nehme mal den Kampfjet und fliege mal zu Los Santos International. Vielleicht steht der Eier in Cargo-Bob. Mann, jetzt tut er dich wieder anvisieren. Was soll denn das? Bin gleich weg. Ich war sogar die ganze Zeit. Nein, kann ich nicht Ziel switchen oder sowas? Na also. Ach, der fliegt ja auch natürlich direkt bei mir, der Polizeihelikopter.
Ach, hab ich ihn doch erwischt. Oh, mein eines Tripacks irgendwie ein bisschen kaputt. Bart, Rauch und. Ja. Toll, 15 Minuten, wir haben nichts gemacht. Wir können's, okay. Wir sind Profis. Oh, guck mal, Wasser. Oh, wie geil. Hier ist so direkt am Stadtbeginn, habe ich noch nie so drauf geachtet, von Los Santos, so ein Staudamm, ne? Ja, ja. Ganz geil. Kennst du ihn nicht? Doch, aber weißt du, was cool wäre, wenn man den wegmachen könnte, die Mauer? Ja, es zieht so ein bisschen in die eine Richtung, das Flugzeug. Hast du kaputt gemacht? Noch nicht. Ach ja, Ego-Perspektive ist super. Und vor allem Next-Gen-Grafik, ey. Oh, ist die schön. Echt ein riesen Unterschied zwischen Next-Gen und... Ja. Ich hab mir mal die Vergleiche halt mal angeguckt. So auf der Autobahn sieht man das drastisch. Ja. So, landen wir mal. Mal gucken, wie sehr ich noch drauf habe. Bist schon da? Ja. Ich baue noch auf der Autobahn, scheiße. Also ja, ich wollte erst mal gucken, ob ein Cargo-Böb schon da ist. Einmal über die Wiese fahren. Nein, scheiße, also jetzt habe ich mein Auto erwischt. Das gibt's doch gar nicht. Flugsimulator können wir auch mal wieder spielen, ne? Was? Ein Flugsimulator können wir auch mal wieder spielen. Ja, hast du nicht die Steam Edition? Nee. Ich meine, ja, die kosten nochmal Geld, das ist echt kacke. Ja, hier ist ein Cargo Bob. Na also, sehr schön. Dann begeben wir uns mal mit dem, nachdem ich die Sterne los hab, zur Station. Ja. Auf komm, ihr findet mich so oder so nicht. So, hab's los. So, super sexy. Ich steige ein. Na komm, lauf. Yeah, chiller Sitz. Ja, das ist echt der beste Sitz. So, ich markier's dir mal. Oh, guck mal, Hubschrauber. Wir müssen dahin. Hast du? Jo. Sehr schön. Ah, ist das schön. Am Wasser hat sich auch sehr, sehr viel getan in den Next Gen. Ja, außer mit Nebel und. Ja. Ist echt schön geworden. Und zwischen Xbox One und PS4 ist wirklich gar kein Unterschied, aber wirklich null. Ja. Weder die Farben oder sonst irgendwas ist anders, ist genau gleich. Nur du hast eine andere Tastenbelegung hast du eigentlich auch nicht. Nö. Du kannst eigentlich nur auswählen, wenn unten bei halt Menü verbergen oder zurück oder so weiter, steht halt nicht Y, A und was auch immer, weißt du, da steht halt Dreieck oder Viereck. Das ist der einzige Unterschied. Aber sonst ist es genau das gleiche. Finde ich so scheiße, dass man da nicht mit den anderen auch spielen kann. Ja, ist halt schade, wenn, weißt du, wenn ein Kumpel, der hat auch GTA 5, halt, sage ich mal, jetzt haben viele das für einen PC, ich würde es auch gerne haben, aber. Ich hol's mir für PC auch noch, aber halt, wenn es definitiv günstiger ist. Ja, weil, ich sag mal, wir haben es beide jetzt schon zweimal. Eben. Weißt du, mit PC haben wir es dann dreimal. Also ich glaube, so oft habe ich mir noch nie ein Spiel gekauft. Aber da doch, bis auf den FSX, ich glaube, den habe ich sogar fünfmal. Aber GTA auf dem PC läuft bei mir nicht oben, bitte. Gehst du runter, überlässt du mir den Cargo? Ja, ich ja. Ich kann mit dem Kollegen dann doch besser umgehen. Wow. Fliegen ist ja eigentlich so meine Stärke. Soll ich einfach hier landen, oder wie? Ja, einfach hier unten.
So, super softe Landung. So, da kommt er. Super soft. Broch. So, steig dann drüben ein, ich flieg dich dann zum Strand da. Ja. Chiller sitzt. Sieht ziemlich lustig aus aus der Ego-Perspektive. Ich weiß gar nicht, habe ich den schon in der Ego geflogen, den Cargo Bob? Nee. Wow, was ist das eigentlich für ein Geschütz? Kannst du das benutzen? Nee, das ist meine private Muni. Das, da müsste sowas im Cargo Bob auch so halt so ein Geschütz wie im Dingens geben. Ach, wie heißt's? Buzzard oder so? Buzzard, genau, ja. Aber ich kann auch Scharfschützengewehr benutzen. Aber ich sag mal allgemein, ich finde das total kacke, dass man jetzt halt nicht mit den Spielern auch auf PS4 spielen kann. Ja, PS4. Weißt du, aber ist das haargenau das gleiche, weißt du? Nur die Tastenbelegung, ja. Die ist auch nicht anders im Prinzip. Die sitzt genau an denselben Stellen wie beim PS4-Controller. Ja, ist halt nur. Es ist genau dasselbe. Ja. Weißt du, das wäre so geil, wenn man das mal machen könnte. Dann gibt's kein Gezanke mehr, kauf dir für Xbox One oder so, weißt du? Ja. Dann hätte ich es mir vielleicht für die PS4 holen können, du für die One. Und wir hätten immer noch spielen können, weißt du? Ja. Gut, wenn dann halt so Sachen wie Mikrofon oder sowas nicht gehen, ja gut. Das ist dann aber verständlich, sag ich mal. Ja, klar. Weißt du? Also, weil ich sag mal, Microsoft und Sony benutzen ja dann andere Plattformen. Aber das Multiplayer-Gedönse, das hätten die mal zusammenschmeißen können. Ja, gut, wollen sie natürlich nicht, weil... So, bitte mal, aussteigen. Wow. Dann kaufen sich vielleicht mehr Leute eine PS4 oder so. Oder halt mehr eine Xbox aus der Sicht von Microsoft, ja, denken die dann. Das finde ich scheiße, das sollte man ändern. Wenn man jetzt halt nicht mit PC zusammen spielen kann, das ist klar, weil ich sag mal, PC-Spieler sind in dem Fall im Vorteil. Ja, klar. Aber ich sag mal, der PC hat auch definitiv mehr Kraft, ne? Ja. Ich sag mal, Tringos. PC wird zwar, glaube ich, nicht so viel gekauft, die Spiele, aber dafür hast du halt auf dem PC unglaublich viele Leistungsressourcen, die du halt bei der Konsole nie erreichen wirst. Ja. So, den Lester, den rufen wir mal an. Oder lauf mal bitte vor die Area, dann kann ich vielleicht zwei Panzer in einer Zeit rausholen. So, Kopf schauen weg. Haken runter. So, wo ist der erste Panzer? So, übrigens holt man einen Panzer ohne Sterne aus der Area. Oder auch Superkampfjets. Oder auch Superkampfjets, ja. Da kann man jetzt eigentlich ganz gemütlich reinspazieren. Es sei denn, man schlägt halt jemanden, ne? Okay, einen Panzer habe ich schon. Oder einen Polizisten. Genau. Wird dann die Zeit eigentlich aufgelöst oder läuft die einfach weiter? Oh, das weiß ich nicht. Aber ist ja eigentlich recht egal, weil du dann trotzdem Sterne hast. So, den Panzer haben wir. Er versucht zu entkommen. Ist natürlich... Oh. Alter, wenn du den Panzer unten dran hast, ne, dann merkt der Cargo Bob, ist langsamer und definitiv behäbiger. Weil wenn du das, den Panzer aufgesammelt hast, schwingt der Panzer ja so ein bisschen nach, ne? Ah, ich wurde gerade das dritte Mal vom LKW überfahren. Mann, ich bin gleich tot. Wo bist denn du? Wo ist der Panzer? Ich komme. Aber ich sag mal, wir müssen dann sowieso warten, weil ich nur noch eine Minute habe. Ja, okay. Da müssen wir dann nochmal kurz warten. 5 Minuten, glaube ich, gell? 3 Minuten. Ach, warte, ich setze ihn am Strand ab, sonst macht er hier wieder... Ja, ich habe gerade einen anderen Cargo Bob beobachtet. Fail. Ich dachte, du hast doch gar keinen Panzer dran. Au. Warte, noch nicht absetzen. Wow. Alter. Bleib doch mal still, Mann. Noch nicht absetzen. Ich muss direkt daneben sein, sonst schießt der Kollege will die ganze Zeit nämlich wegfahren. Ja, ich weiß. Oder kannst du einsteigen, während ich den so halte? Warte. Ja. Okay, ich lass los. Ich hab ein Sternchen. Hm. Fahr den mal um. Ach, nicht im Wasser landen. So. Oder kriegst du es auch hin, einen Panzer zu holen? Kriegst du es hin? Ach, warten wir lieber.
Ich habe jetzt eh Sternchen, ich muss mal Lester anrufen, dass der mir die wegmacht, weil ich drei hab. Ja. Lester, Lester, Lester sind für alle da. So, ich alber mit dem Cargo-Bob mal ein bisschen auf der Autobahn rum, dann kann ich noch hab grad meinen Fahndungslevel vom Lester schon wegmachen lassen. Ich muss noch über 2 Minuten warten, bis ich mir mein Fahndungslevel wieder wegmachen lassen kann. Ups. Oder kommt die Polizei? Ja, ich weiß, ich fahre einfach ein bisschen rum. Mach keine Scheiße. Nee, ich versuche einfach halt so rum 20. Ich einfach nur ein. Huch! Hm? Ach geil, ich habe einen Container! Wie ein Container? Vom LKW. Echt, mal machen. Wo bist Hatte du? Ich einen Container aufgesammelt. So. Nice one. Aber man kann nicht alles mit dem Cargo-Bob heben, das haben wir schon ausprobiert. Sieht ziemlich lustig aus. So geil. Hilfe! Bam! Oh, schade, keine reingefahren. Ein hässlicher Polizeihubschrauber. Den mache ich fertig, warte. Nein! Hä? Ich habe meinen Wagen fallen lassen. Du Held. Der ist aber super leicht anzuhängen eigentlich. Der Hubschrauber. Nee, nee, hier der Container. Ach so, ich dachte, du hast den Hubschrauber angehoben. Das wäre lustig. Das geht leider nicht, glaube ich. Aber ich werde es jetzt auch nicht ausprobieren, sonst kriege ich einen Stern. In 58 Sekunden kann ich die nächste Anfrage machen. Oh, du hässliches Polizeiauto, Mann. Was kaputt? Nein, aber das ist einfach von hinten unter mich gefahren, explodiert. Dummes Polizeiauto. Womit schießt man nochmal? Ach ja. Einfach irgendwelche Knöpfe drücken, irgendwas passiert dann schon. Ja, guck mal, das ist geil, wenn es im Wasser landet. Ja, hör mal auf damit, dass die Bullen dann wechseln, dass ich anfangen kann. Ja, warte, ich sag mal, muss du musst halt... ja dann meinen. Ja, ich weiß, ich muss halt erstmal kurz warten, bis ich vom Lester die Sterne wegbekomme. Warte. 8 Sekunden. 5. 2. In 0. Jetzt. Okay, hab kein Sternchen mehr. Polizei fährt weg. Na komm her. Bin ready für dich. Ach, Mann. Also wenn du willst, kannst du, ne? Ja, ja. Ich guck gerade mal, wie viele Minuten ich noch warten muss. Das ist halt immer das Blöde, ne? Aber naja, gut, sonst würde man das dauernd machen. Eben. So, boah, was hat denn der LKW da gemacht? Hey, what's going on? Eine Minute noch. Ah ja, das geht ja. So das geht. Alter! Hm? Puh, der Cargo-Bob braucht, Alter. LKW ist gegen mich gefahren, während ich geflogen bin. Alter, ich setz den mal lieber ab und steig mal aus, weil wenn der weiterläuft und der raucht, dann wird der Zustand ja immer schlechter. Und das wäre jetzt sau ärgerlich, wenn uns der Cargo-Bob kaputt geht. Zeig mal einen Panzer. Geiles Ding, ey. Ja, Mann. Ach ja, Panzer sind toll.
Aber wir fahren damit dann mal in die Berge rein, sonst gehen die schneller kaputt, halt wie, ja. Letztes Mal. Ja. Ja, wir dürfen einfach auch nicht zu früh anfangen zu schießen und keine Polizeiautos überfahren. Ja. Weil dann so explodieren die. Probieren wir es nochmal. Aber ich sag mal, wie ich jetzt meinen Panzer hole, das filme jetzt nicht. Ich sag mal, wir sind schon bei einer halben Stunde. Achso, ja gut, dann. Und dann, ja, sehen wir uns morgen wieder. Oder übermorgen, genau. Je nachdem. Tschüss. So, da haben wir jetzt fast alle Panzer haben wir jetzt und dann, tja, gibt's mal Dunkelmess sind das, ne? Ein kleines Feuerwerk veranstalten. Kleines Feuerwerk. Also dann, freut euch drauf.